Ich bin der Büttner Philipp. Der Büttner Philipp deswegen, weil bei uns nämlich immer der Nachname zuerst gesagt wird. Und ich komme von Grossdau. Und Grossdau ist der Ort mit der östlichsten Silbermann-Orgel in Sachsen. Ich habe eigentlich ihren Lieblingsspruch und der heißt Ockne Jechen. Das heißt so viel wie ein bisschen Ruhe reinbringen. Ne? Und das ist so eigentlich mein Lieblingsspruch. Ich komme aus dem schönen Erberlande und bei uns, wir haben so einen Radl im Mund. Also wir rollen das R so. Und wenn manch einer uns hört, denkt er, wir sind Amerikaner, aber wir darten keine Amerikaner sein. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, aber es macht auf jeden Fall Spaß, das Rädel am Munde rumzudrehen. Wenn wir mal einen Sonntagsbraten machen, dann tut der Papa manchmal ein bisschen eine Deichelmauke zubereiten. Und eine Deichelmauke, das ist eine Ahornmauke, also Kartoffelmus, wie der Hochdeutsche sagt. Und dort machen wir eine schöne Rindercraft-Brühe dazu. Da kochen wir das Rindfleisch richtig aus mit einem ordentlichen Platte vom Lorbeer und dann tut da drinnen auch noch ein bisschen Möhre sein und anderer glatterer Dutch. Und dann gibt es eben diese Mauke, da wird das wie ein Teig gemacht, das Rindfleisch rein, ein Sauerkraut dazu und oben drauf die schöne Brühe. Und dann hat man wieder so einen Teig und deswegen heißt das Teichelmauke. Wir haben ein schönes Wort für ein Tablett, das sollen wir Hydroi Bradel, weil es eben das Bradel ist, mit dem ich zu irgendwas Hydroin tue. Also beim Osterschießen, da tun wir zum Ostersamstag und zum Ostersonntag früh eine ordentliche Schießerei mit Milchkannen machen. Da nehmen wir Alu-Milchkannen, die tun 20 Liter Fassungsvermögen haben. Dort hinten wird ein kleines Loch reingemacht und dann kommt dort ein Calcium-Kapitstück rein, Wasser drauf gekippt, dann Deckel drauf und dann wird eine halbe Minute gewartet. Und dann, nach der halben Minute, nehmen wir einen Gasbrenner, zünden dort hinten ein Loch an und dann gibt es eine deftige Explosion, also einen richtigen Hieb und dann feuert es dann Gummideckel raus, meistens haben wir ein Fangnetz und dann freuen sich alle, dass es so schön laut knallt. Und früh hört man dann von allen anderen Berghängen und so überall die Knallerei von Nachbardorfern. Wenn wir einen Besuch kriegen, dann sagen wir immer, kommt auch rei oder kommt auch wieder zum Schluss und da verbirgt sich das kleine Wort Ock drinne und Ock heißt so viel wie nur, also kommt nur wieder oder kommt nur rein. Und deswegen ist das auch ein bisschen so mein Lieblingswort. Herz und Heimat auf der Zunge. Mundart bei MDR Sachsen. www.mdr-sachsen.de Mundart